einer Familie, also das mit der Indexschreibweise, irgendwie auch ein Tupel oder ein Spalten- oder Zeilenvektor, sind im Endeffekt nichts anderes als Funktionen. Also eine Familie ist sogar definiert als Funktion. Wir können hier Klassenfunktionen nehmen, weil der Indexmenge kann sehr wohl eine echte Klasse sein. Wir nehmen die Bezeichnung Familie und schreiben auch diese Schreibweise Familie immer dann, wenn uns die Werte im Zielbereich eigentlich die wichtigen sind und nicht so sehr die Funktionszuordnungsregel oder der Ausgangsbereich. Oft ist uns dieser Ursprungsbereich auch völlig egal. Hauptsache, wir erreichen irgendwie alle Elemente, die wir erreichen wollen. Auch ein Tupel könnten wir als Funktion auffassen und tun das manchmal auch. Genauso wie ein Spaltenvektor eine Funktion ist, wo dann die Funktionswerte untereinander stehen. Beim Tupel gibt natürlich jetzt noch Konkurrenzdefinition, dass man von einem Paar ausgeht, das haben wir ja definiert. Und dann kann man über Paarbildungen Trippel, Quadrupel und so weiter aufbauen und damit alle N-Tupel für alle N größer gleich 2 definieren. Und wir haben jetzt eine konkurrierende Definition über eine Funktion, ja, der Zahlen von 0 bis N-1 in unserem Bereich, den wir haben wollen. Aber was ist denn jetzt ein Tupel, das eine oder das andere? Und hier ist es so, dass das quasi keine Rolle spielt. Wir haben hier etwas, was ich gerne Konzept nenne, was dahinter steht. Es gibt eine Essenz. Wenn wir die etwas präziser greifen wollen, ist eine Technik, dass wir das Verhalten der Konstruktion, die wir meinen, in Axiome packen. Das wäre jetzt hier das Tupel-Axiom. Dann definieren wir genau, wie sich ein Tupel verhalten soll. Die Konstruktion, die dient nur dazu, zu beweisen, dass dieses Ding existiert. Aber in allen Verwendungen benutzen wir nur die Tupel-Axiome. Damit ist es dann bei allen Sätzen, Definitionen und sonstigen völlig Schnuppe, ob wir das N-Tupel nun als Funktion oder als Paar definiert haben. Und dieser Weg, ne, dass wir nicht ins Innere von Objekten gucken, nicht in die Konstruktion, sondern sich deren Verhalten angucken, ist eigentlich eine Art Definition der Mathematik oder der modernen Mathematik. Oder anders ausgedrückt, das, was es ist, im Endeffekt wird nur über sein Verhalten definiert. Wenn wir jetzt sowas hinschreiben, x a, also ein tiefgestelltes Subskript klein a, was ist das jetzt? Und da gibt es zwei Möglichkeiten und über die erste sprechen wir hier überhaupt nicht. Die erste Möglichkeit ist nämlich, dass dieses einfach nur eine Verzierung ist. Das benutzen wir insbesondere dann, wenn a jetzt gar keine Variable ist in dem Zusammenhang, in dem wir gerade sind, sondern das ist in der Buchstabe a und wir möchten gerne xa und xb unterscheiden. Ja, so wie wir x und x' unterscheiden oder wir haben x links und x rechts. Und dann ist L keine Variable, die irgendwelche Werte annimmt, sondern L ist einfach nur irgendwie ein Symbolkasten. Und dann, wenn wir das so sehen, dann ist dieses komplette XA ein Zeichen. Wir haben sozusagen unser Alphabet erweitert. Das machen wir schon mal und um das geht es hier gar nicht. Die zweite Schreibweise ist die der... bimmelt irgendwie mein WhatsApp, muss ich mal gerade leise drehen, ist die Indexschreibweise. Und da haben wir nämlich zum Beispiel öfter, wir sagen, sei, dann machen wir Klammer auf, x tief i, Klammer zu, i Element i, eine Familie. Dann kann man wieder sagen, über a, das heißt, die x, i sollen in a sein. Und das ist nichts anderes, also es ist völlig... das Gleiche wie zu sagen, x ist eine Funktion von i nach a und für den Funktionswert an der Stelle i schreiben wir eben auch manchmal xi und das ist halt definiert als x an der Stelle i. Das ist die Definition. Bumm. Und schon wissen wir, was eine Familie ist. Wichtig ist, dass wir hier auch Klassenfunktionen nehmen können und wir haben überhaupt nichts Neues gelernt. Wie gesagt, wir nehmen das dann, wenn uns das i eigentlich Schnuppe ist. Ne? Dann sagen wir Familien. Uns geht es eigentlich um die Leute in a. Oder ein Teil davon, das muss jetzt nicht surjektiv sein oder injektiv, Funktion ja, mit all seinen Varianten und Spielarten. Und wenn es uns aber nur um die Werte hier geht, also mal angenommen, wir haben eine bestimmte Anzahl von ganzen Zahlen, wir haben eine bestimmte Menge von ganzen Zahlen
Und dann könnte man ja sagen, wir machen da einfach eine Familie draus, indem wir eine Funktion nehmen, die die Zahlen, die uns interessieren, erreichen. Und dann können wir das als Familie bezeichnen. Also wir benutzen das, wenn das I und auch die Zuordnungsregel in den Hintergrund tritt. Insbesondere bei Folgen ist es sogar so, dass wir statt xn n-Element n auch schon mal schreiben, einfach nur xn, wenn man dann die Klammern drum, und nennen das dann auch gar nicht mehr Familie, sondern Folge. Das ist aber auch wieder das Gleiche. Das ist nämlich nichts anderes als eine Funktion von n in irgendeinen Bereich, ne, aus dem ich mir dann die Elemente pflücke. Manchmal möchte man gegeben eine beliebige Klasse, eine beliebige Klasse habe, also A ist jetzt mal eine Klasse, und jetzt möchte ich die gerne alle erwischen über so eine Indexkonstruktion. Und jetzt stellt sich ja dann sofort die Frage, kriege ich das denn hin? Was ich dann brauche, ich brauche eine Indexmenge und eine Funktion, sodass das Bild ganz A ist. Das ist ganz einfach. Das ist nämlich die Identität auf A. Die Identität auf A ist nichts anderes, wenn wir jetzt mal die Funktionsklasse als Klasse aller Paare aufzählen, als die Menge aller, ja von mir aus A, A, für die gilt, A ist Element A. Das ist eine Klasse von Elementen, Paaren in dem Fall. Und man kann nachweisen, dass hier die Funktionsaxiome erfüllt sind. Also ist das eine Klassenfunktion. Das heißt, wir können auch sagen, wir können von der Familie sprechen. Aller A, I für die gilt. I ist Element A. Ja, wir nehmen A selber als Indexmenge. Das ist natürlich irgendwie schrullig, aber das hat den Vorteil, dass wir wissen, jede Klasse von Objekten kriegen wir indiziert, durchnummeriert, ja, in Anführungszeichen. Das ist natürlich keine Nummerierung mit einer Ordnung. Weil der Ausgangsbereich nicht unbedingt geordnet ist. Ja, also Durchnummerierung stellt man sich ja immer so einen nach dem anderen vor. Deswegen nehmen wir das mal als in Ausführungszeichen gesetzt und sprechen lieber von einer Indizierung als einer Durchnummerierung. Was ich damit aber sagen möchte, ist, wenn wir jetzt sagen, ja, ich habe irgendeine Menge und ich möchte die gerne als Familie betrachten, kann ich das immer tun. Ja, und ich würde dir das I gar nicht hinschreiben, sondern wir sagen nur, das ist jetzt eben die Familie und I ist eben irgendeine Indexmenge. Indizieren einer Klasse als Familie, so schreibe ich das mal, geht immer. Wichtig ist noch, in Familien sind Doppelte erlaubt und auch Lücken. Reihenfolge kommt hier an. Oft nehmen wir Familie, wenn es uns nicht auf die Reihenfolge ankommt, uns. Aber wenn ich eine Familie definiert habe, habe ich auch eine Reihenfolge definiert. Ne? In dem Sinne nämlich, dass wenn ich jetzt mal Familien habe über der Indexmenge 0, 1, dann ist die Familie mit x0 gleich 1 und x1 gleich 2 ist ungleich der Familie mit x0 gleich 2 und x1 gleich 1. Wenn wir aber nur auf wissen wollen, dass wir die Menge 1, 2 indiziert haben, ignorieren, also wir gucken da nicht drauf, aber bei der Familiendefinition spielt es eben doch eine Rolle. Und dann kann ich über Familien auch Quantoren benutzen. Ja, also wir sagen dann zum Beispiel, für alle I aus I gilt AI, hat irgendein Prädikat erfüllt, das PI. Ja, das machen wir dann schon mal, ist aber nichts anderes, als dass wir sagen, für alle Elemente des Wertesbereiches der Funktion gilt das. Und wenn ich jetzt einen surjektiven Index habe, dann ist das äquivalent zu für alle A aus A gilt P von A. Und das ist dann der Fall, falls die Funktion, jetzt habe ich hier irgendwie A mehrmals benutzt, das ist blöd, x, falls A surjektiv. In anderen Worten, alle Elemente von A erfüllt. Also mit anderen Worten, Familien sind nur Schreibweisen, die Intuitionen fördern und manchmal die Gedanken irgendwie besser sortieren oder zum Ausdruck bringen. Kommen wir mal zu Tuppeln. Also was ist ein Tuppel? Also wir schreiben die dann so hin. Um was ist das jetzt? Also eine Definition der Tuppel, die wir hier im Kurs, glaube ich, noch gar nicht gemacht haben, ist, dass wir die über Paare angehen. Ja, wir sagen, wir können ein Paar definieren, mengentheoretisch. Definieren wir das Paar einfach als x0
x0, x1. So. Diese Mengenbildungsdinge, die wir jetzt hier hingeschrieben haben, die funktionieren aufgrund der Axiome von ZFC. Also kann ich dieses Ding bilden und dann definiere ich dieses obere hier als das Paar, weil Paare kann ich ja schon bilden, das ist ja definiert, ne? Als das Paar mit dem Tupel mit einem weniger, Komma das nächste Element dazu. Das ist also so ein bisschen so eine ähnliche Verschachtelungsidee wie die, nur dass ich jetzt hier schon Paare nehme als Konstruktionsmittel, also dass ich jetzt hier nicht noch mehr geschweifte Klammern hinschreiben muss, die hier aber entstehen. Das kann man so machen. Das hat ein bisschen den Vorteil, dass man halt nur ein Paar definiert. Man braucht nicht von Funktionen reden und von sonst überhaupt nichts. Auf der anderen Seite, wenn man sich das so anguckt, dann hat man ja so ein bisschen das Gefühl, da steht irgendwie eine endliche Folge von Elementen, von irgendwas. Also diese XIs, jetzt benutze ich hier auch wieder diese Indexschreibweise, die kommen ja aus irgendeinem Bereich, ne, aus irgendeiner Klasse. Und wenn es die Klasse aller Mengen ist. Deswegen gibt es quasi die alternative Definition von Tupel als Funktion. Ne? Ich kann also einen Tupel auch definieren als, also jetzt ein N-Tupel, wird definiert, ist das gleiche wie eine Funktion f von dem Bereich von 0 bis n minus 1 in meinen v, die Klasse aller Mengen, die Klasse aller mathematischen Objekte. Hier entsteht dann keine Verschachtelung, das ist dann einfach nur eine Menge von Paaren, wenn man eine Funktion so auffasst. Und ich bin mit dem n-Tupel fertig und kann dann automatisch jetzt über die Familienschreibweise statt f von 3 kann ich auch schreiben f3. Ehrlich gesagt, in meinem Kopf habe ich beim n-Tupel eher die Funktion im Kopf. Beides funktioniert, beides kann man nehmen. Ich habe das hier aufgenommen, weil wir bei Tupeln ja auch die Indexschreibweise verwenden. Habe ich ja hier sogar schon getan. Das gleiche gilt übrigens für so einen Spalten- oder einen Zeilenvektor. Wenn ich sowas hinschreibe, x0, x1, x2, das ist jetzt mal ein Spaltenvektor, zum Beispiel aus der, jetzt hätte ich beinahe gesagt, linearen Algebra der Oberstufe. Leider heißt es da analytische Geometrie. Aus der analytischen Geometrie, also merke analytische Geometrie gleich lineare Algebra. Dann können wir das auch auffassen als Funktion der Menge 0, 1, 2. In diesem Fall wahrscheinlich R, ne, wenn wir in der Oberstufe waren. Dann sind das nämlich reelle Zahlen, die hier dann drin stehen. Also auch Spaltenvektoren sind natürlich nicht ganz wahr, weil der Begriff Vektor beinhaltet natürlich, dass das Ganze dann die Struktur eines Vektorraums erfüllt. Also ich kann die zum Beispiel addieren und so weiter. Aber das Ding an sich ist eine Funktion und deswegen können wir jetzt hier sagen mit diesem Bild, dass ein Vektorraum ist ein Funktionenraum. Das ist ja auch mal nett. Das kommt einem ja irgendwie bekannt vor und Funktionenraum findet man irgendwie schon ein bisschen so advanced. Ne? Man hat viele Funktionen und die bilden einen Vektorraum und da kann ich dann analytische Geometrie drinnen betreiben. Übrigens geht diese Korrespondenz dann weiter. Man kann nämlich dann auch mit anderen Funktionen, die ganz andere Quellbereiche haben, auch Vektorräume definieren. Und das sind dann wirklich große Vektorräume, wo die einzelnen Elemente Funktionen sind, wie wir sie aus der Analysis kennen. Das geht. Also das ist jetzt nicht nur so eine schrullige Korrespondenz, weil man schreibweisentechnisch dieses Ding als Funktion auffassen kann. Nee. Es ist so, dass viele Funktionsräume in der Tat Vektorräume sind. Also auch etwas abgefahrene Funktionenräume. Hier ist noch ein Punkt aufgetreten, wo es die Gelegenheit ist, hier einzugrätschen. Nämlich, ich bin hier locker drüber hinweggegangen, zu sagen, was ist eigentlich ein Tupel? Ja, das ist ja egal. Aber irgendwas muss, was ist es denn jetzt wirklich? Ja, das kann doch nicht sein, dass man irgendwie, dass das völlig egal ist. Der Punkt ist, hinter Tupel verbirgt sich ein Konzept. Steht ein Konzept. Ich nenne das Konzept. Und zwar das Konzept des Tupels. Das gilt für eigentlich alle Dinge in der Mathematik. Es gibt ein Konzept Tupel. Und dieses Konzept Tupel beinhaltet nicht, dass das irgendwie aus Mengen zusammengesetzt ist. Und dieser Geist, der dahinter steht, der Spirit, den kann ich auf verschiedene Arten konstruieren. Hier über Paarbildung, rekursive Paarbildung, hier über Funktionen.
Aber eigentlich das, was ich will, ändert sich überhaupt nicht. Ja, es gibt sozusagen etwas, was nicht in der Konstruktion steckt. Es gibt eine Möglichkeit, wie man so Konzepte tatsächlich etwas präziser mathematisch fassen kann. Und das ist die der Axiome. Wir benutzen jetzt den Begriff Axiom in einer leicht anderen Bedeutung. Also Axiom ist ein Teekesselchen. Ja, es gibt die Axiome von ZFC und da ist es so, wir können die nicht beweisen. Wir deklarieren die als wahr, ja, die Axiome von ZFC. Wir sagen einfach, die Menge x, y aus diesen zwei Elementen existiert. Bumm, axiomatisch festgelegt. Hier sagen wir, das sind Eigenschaften, die Dinge erfüllen können oder nicht. Und wenn sie die erfüllen, die Sowieso-Axiome, dann ist das ein Sowieso. Und wir machen das mal als Beispiel, weil wir reden nicht über N-Tupel, sondern über 3-Tupel. Wir machen mal als Beispiel das Triple-Axiom. X, habe ich ja, Y, Z gleich X-Y-Z' genau dann, wenn X gleich X' und Y gleich Y' und Z gleich Z'. Und das nennen wir Triple-Axiom. So, das ist die fundamentale Eigenschaft eines Triples. Und wir nennen eine Klassenfunktion, ist ja das dann, eine Konstruktion, ein Triple, wenn es, oder eine Triple-Konstruktion, wenn es das Triple-Axiom erfüllt. Jetzt gibt es eben verschiedene Konstruktionen, die das Triple-Axiom erfüllen. Wenn ich jetzt definiere als Funktion von nach v, dann kann man leicht nachweisen, ne, wann sind Funktionen gleich, wenn sie an allen Wertebereichen übereinstimmen, dass das erfüllt ist. Und wenn ich jetzt eine andere Triple-Konstruktion nehme, ich mache jetzt hier mal einen Strich an die Klammer, ja, um zu sagen, das ist jetzt eigentlich eine andere Konstruktion und definiere das als Paar von xy, z, ja, wobei das Paar so definiert ist, dann stellen wir fest, dass auch diese Konstruktion das Triple-Axiom erfüllt. Das Konzept Triple ist hier kodiert, nicht hier. Wir brauchen die Konstruktion eigentlich nicht, außer ganz am Anfang, nämlich der Punkt, dass wir Konstruktionen für ein Triple finden, zeigt, es existiert. Ja, es existiert eine Triple-Konstruktion. Dafür, für diesen reinen Existenzbeweis, sind beide Wege gleichwertig. Und ab da legen wir fest, wenn wir jetzt mal ein Buch schreiben würden, würden wir sagen, ab jetzt sei die normale Klammer, ohne diesen Fleck da, eine Triple-Konstruktion, die das Triple-Axiom erfüllt. Für den Rest der Buchreihe. Ja, und ab da schreiben wir nur noch das Triple, haben im Hinterkopf, wir können es konstruieren, aber wir benutzen bei allen Aussagen über Triple immer nur die Triple-Axiome, in dem Fall ist das 1. Das heißt beispielsweise, wenn wir jetzt mal hineingucken in die Konstruktion, wenn wir das tun würden, könnten wir ja, also verbieten, kann einem ja in der Mathematik eh nie einer etwas. Ja, das ist ja der ein Grund, warum man das gerne macht. Also mal angenommen, ich lebe in einem völligen Scheißland, ja, ich werde komplett kontrolliert, ich darf nicht sagen, was ich will, nicht, gar nichts, aber in meinem Kopf, still in meiner Gefängniszelle, kann ich dennoch mir überlegen, welche Folgerungen kann ich ziehen, wenn ich doch die Konstruktion eines Triples mir angucke. Und da ist es eben so, wenn wir zum Beispiel diese Paarbildung nehmen, dann wäre ja dieses xyz Strich, ne, nehme ich jetzt mal, das ist ja dann also das erste Element. Ja, ich mache das jetzt mal einfach, dass ich die innere schreibe ich als Paar. So, ne? Einmal ausgeführt. Und dann könnte ich nachweisen, zum Beispiel als Satz, ne, dass das Element, also dass die Menge mit der einen Paar Element ist des Triples.
Und wenn ich jetzt diese Konstruktion als Definition nehme in meinem Mathebuch, dann kann ich dieses Theorem beweisen. Aber irgendwie ist das Schwachsinn. Es ist ein wahrer Satz, wenn ich die Definition nehme, aber keiner will das. Die wollen das nicht. Also das ist wahr, aber ungewollt. Und wie man da, es gibt zwei Möglichkeiten, da rauszukommen. Man hat irgendwie so intuitiv im Hinterkopf, dass man das nicht will und vermeidet das. Exakterweise könnte man sagen, man verzichtet auf die konkrete Konstruktion. Nur in dem Existenzbeweis benutzt man sie. Ja, dann gibt es Satz, es gibt eine Trippelkonstruktion, schreibt man die hin. Und ab dann formuliert man Sätze immer, sei meine Klammer irgendeine Trippelkonstruktion. Also auch konkurrierende. Dann kann ich das nicht mehr beweisen, weil ich weiß nicht, habe ich die gewählt oder die. Ich kann nur noch Dinge beweisen, die aus dem Axiom folgt. Ja, also besser wäre, man würde dann formulieren, sei, also meine Klammer, eine Trippelkonstruktion. Ja, und jetzt für immer festgelegt. So ab jetzt. Ja, und jetzt kann ich zum Beispiel beweisen, dass wenn x ungleich y ist, dann ist xyz ungleich yxz. Ja, und dieses Theorem kann ich nämlich aus dem Trippelaxiom folgern, unabhängig von der Konstruktion. Und dann habe ich wirklich das Konzept im Griff. Genau, also Familien sind Funktionen, N-Tuppel und Vektoren irgendwie auch. Und oft sind die konkreten Konstruktionen nur als Existenzbeweis gemeint für ein eigentlich dahinterstehendes Konzept, welches wir gut über sogenannte Axiome in einer zweiten Bedeutung des Wortes greifen können.